Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ich hatte letztes Mal gesagt, dass ich keine Anschläge mehr mache oder habe. Auf jeden Fall kommt heute doch noch mal ein Anschlagsvideo und zwar wirklich ein ganz einfaches. Es kommt immer anders, als man denkt. Und zwar zeige ich euch heute das Aufstricken, beziehungsweise müsste das auch der französische Maschenanschlag sein. Für den französischen Maschenanschlag oder für das Aufstricken braucht ihr keinen Arbeitsfaden, also ihr könnt hier den relativ kurz halten. Macht dann eure erste Schlinge, so wie ihr das kennt. So. Behaltet die hier auf der Nadel. Und aus dieser Schlinge strickt ihr jetzt eine rechte Masche heraus. Es kann sein, dass die erste Schlinge hier ein bisschen eng ist, aber das ist halb so wild. So. Diese Schlinge hier lasst ihr auf der Nadel und die, wo ihr gerade rechts rausgestrickt habt, die setzt ihr nun mit auf die Nadel. Und so haben wir dann schon zwei Maschen. Dann gehen wir hier in die zweite hinein und stricken wieder einmal rechts. Lassen wieder diese Masche auf der Nadel und setzen die auch mit auf die Nadel. Dann stechen wir da ein, rechts und wieder auf die Nadel setzen. Einstechen, auf die Nadel setzen. So, und ihr seht jetzt hier, überkreuzt sich das so ein bisschen komisch, wie wenn die gleich nach hinten rutscht. Sobald ihr dann eine rechte Masche herausstrickt dort aus der Schlaufe, behebt sich dieses Problem. Ihr setzt es drauf und dann sieht natürlich die nächste Masche so aus. Und da dann immer einfach so weit machen, bis ihr die gewünschte Länge bzw. die gewünschte Maschenanzahl habt. So. Und wenn ihr jetzt zurückstrickt, die Reihe, ist es ganz wichtig, ihr könnt die erste Masche nicht einfach abheben. Ansonsten geht die euch nämlich nachher verloren. Also ihr müsst hier die erste Masche der Reihe müsst ihr stricken, damit die euch nicht verloren geht. Und dann könnt ihr ganz normal eure Reihe stricken. Ihr könnt die Maschen entweder rechts oder auch links stricken. Je nachdem, was ihr braucht, oder rechts-links-Bündchen, gar kein Problem. Und wenn ihr diese Reihe habt, dann könnt ihr immer die erste natürlich wieder abheben, weil dann habt ihr die ja normal gestrickt. Bloß nach dem Anschlag müsst ihr die erste Masche auf jeden Fall dann stricken. So, sieht hier unten aus wie ein ganz normaler Anschlag. Er ist nicht dehnbar. Und ihr seht, ihr könnt rechte Maschen draus stricken, ihr könnt linke Maschen draus stricken. Moment, bisschen scharf stellen. So, so sieht der ganze Spaß dann aus. So. Und so könnt ihr jetzt ganz normal dann weiter stricken. So, ihr Lieben, das war's dann auch schon für heute. War wieder ein kurzes Video, aber ich dachte mir, den Anschlag muss ich euch auf jeden Fall noch zeigen, weil der ist wirklich super einfach. Und geht auch relativ schnell. Ich kann euch auch nur einen Tipp geben, wenn ihr den Anschlag macht, lasst die Schlaufen nicht hier vorne sitzen, setzt sie hier auf die Nadel, weil mir passiert es auch, ich mache das gerne dann zu fest und dann wird es nichts. Dann kriegt ihr die kaum noch hier auf die Nadel. Habt lieber die Schlaufen gleich hier auf der Nadel. Wenn ihr rechts rausstrickt, zieht ihr halt den Faden etwas länger, um es auf die Nadel zu setzen, aber so kommt ihr schon mal nicht daran, das zu eng zu machen. So, ihr Lieben, dann war es das für heute schon. Ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren und beim Üben. Habt noch eine ganz schöne Woche, bleibt mir gesund und bis Freitag. Ciao!